Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Battlefield Gothic Armada 2 und Skelos Sektor, das System, Sektorsystem, ich verwechsel das immer wieder. Wir kämpfen jetzt gegen das Chaos, gegen die rote Korsaren, die Night Lords und ja, vermöbeln mal wieder das Chaos. Wir haben 100 Punkte Vorsprung, habe ich gerade gesehen, das ist nicht viel. Das heißt, wir kriegen da starke Verluste. Dann kommen in ein, zwei Runden kommen ja die Eldari zeitgleich mit den Orks. Da wird auch wieder einiges, ja, da könnten wir auch ein, zwei Verluste, ein paar Verluste kriegen, sagen wir es mal so. Ah, ich habe nicht zwei von diesen schweren Kreuzer zeitgleich, das ist schade. Ich hätte gern die mal zeitgleich. Ihr seht's, ne? Das ist Kretze. Was haben wir denn hier? Normal? Normal. Normal, aber getarnt. Das heißt... Bereit? Pause. Die haben den Vorsprung von zwei Einheiten. Zwei Bereichen, die sie da quasi einnehmen. Wir haben es auch mal vor. Der muss erstmal dahin. Kann der da hinspringen? Kannst dahin, kannst du auch mal ein Stück springen? Du kannst schon quasi reinspringen. Oh, meine Kopfhörer sind irgendwie gerade. So. Und weiter. The enemy has seized a strategic area. The enemy has seized a strategic area. Vier Signale. Wir haben hier gerade mal zwei zu entgegenzusetzen. Muss schnell meine Truppen wieder verbinden. Ist das gerade normal? Ja. Okay. What is your command? Ab in die Tarnung rein. You have seized a strategic area. You have seized a strategic area. So, wir haben den ersten Punkt. Und ich würde sagen... On the march. Wir haben unsere... Was? Wer wussten die, dass wir hier sind? Verdammt. I serve your glory. So, komm da hin. Motive units fully engaged. Ist denn gegen... Das heißt, jetzt sind wir getarnt, okay. Den letzten Punkt würde ich noch gar nicht einnehmen wollen. Ah, okay. Oder wir machen es doch. Mhm. Schön, dass er hier gleich kommt. Na komm, fliegt rein. Und Stasis-Bombe für euch. Und ran da. Wo ist denn mein nächster? Komm her. Ah, jetzt bin ich in die Stasis geflogen, oder was? Das war doof. Schieß mal auf den da. Gut, dann auf den da. Und du, genau. Gleich mal ran. Rüberschicken. Feuer. Schitte, schitte, schitte. Oh, die fetzen ist ganz schön hier. 50 Sekunden noch.
ready to serve. Na los, 37. Waffen beschädigt. Meuterei. Zerstört. Weiter auf den nächsten. You have accumulated 25% of strategic points. Naja, kann nicht springen, er ist beschädigt. Yes, my liege. 8 Sekunden. Ah, er fliegt raus. Wunderbar. Alle Mann Feuer frei. Ich bräuchte mal langsam echt jemanden, der hier... Entermannschaft. Und... Entermannschaft. Na, ein bisschen Panik. Ah, die kriegen schon Verstärkung hier oben rechts. Oh, nicht den Hintern. Nicht den Hintern zeigen. Ich muss das Schiff, glaube ich, hier bald wegschicken, ey. Scarabeus, ah. Meuterei. Ah, Kollisionskurs. What is your command? Schön, Deck zerstört. Weiter. Ah, den können wir wieder aufklären, den Jungen. Inferior vessel sighted. The enemy has accumulated 25% of strategic points. Ja, den mal gleich an der Reihen. Und ihr könnt den mal weiter auf den Sack gehen. Du musst doch da schon mal rangehen da, ne? Wird wahrscheinlich entkommen. I serve your glory. Relocating. Schade, dass der Scarabeus-Schwarm kaputt ist. Hätte man echt gebrauchen können. The enemy has seized a strategic area. Oh, gegen kämpfen. Boarding successful. Ah, der andere ist wohl entkommen. Ja, der muss ran. Der muss ran. Und da muss er raus. Muss sowas von raus. Super. Dann sage ich jetzt Rückzug. Zerstört die Antriebe da. Haben wir einen neuen bekommen. Fantastisch. Dauert nur 20 Jahre, bis er da ist.
enemy has accumulated 50% of strategic points. Mhm. Blitzeinschlag auch nochmal. Enemy vessels suffered critical damage. Und du, genau. Feuer frei. Ja, zeig uns jetzt den Hintern, ne? Dann bitte auf den Hintern. Ah, haben wir schon markiert, okay. So, du bitte Frontbewaffnung auf ihn. Und deinen Skarabäus-Schwarm können wir gleich super duper gebrauchen. Ups, der kann eigentlich den Punkt da einnehmen. Fällt mir gerade ein. Oder gerade mal so auf. Fällt mir gerade mal so auf. So, weiter, weiter, weiter. Ja, dieses riesige Schiff braucht echt Ewigkeiten. Du, lass dich nicht stören. Nimm Punkte ein. Geht mal bitte bei dir auf die Bewaffnung. Der geht mir gerade echt auf den Sack. Genau, geht mal alle auf die Frontbewaffnung. Und formiert euch alle mal ein bisschen nebeneinander. Damit das gleich mit dem Skarabäus-Schwarm auch passt, ne? Wollen ja alle was davon haben. So, ruhig schon mal näher ran. Und jetzt, achso, auf die seitlichen Waffen haben wir schon aktiviert, ne? Gruppen rüber, na. You have seized a strategic area. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Na, rammen wir noch aus Versehen? Jo. Gut gemacht. So, Frontbewaffnung und Attacke. Schmuren wir es vor, weil jetzt dürften die ja keine Einheiten mehr haben. Und wir nehmen ja nur so lange ein, bis wir 2400 paar zerquetschte Punkte haben. Das sollte gehen. You are close to victory by strategic points. The enemy has accumulated 75% of strategic points. Ja, ich glaube, da braucht man nicht mehr in den Nahkampf gehen oder so. Dann haben wir den Sieg per Punkte gemacht. Ob wir die Station da noch einnehmen oder im Keller fällt ein Sack Reis um. Hauptsache, wir haben gewonnen. Manchmal ist es besser, den Feind entkommen zu lassen und sich schneller einem neuen Ziel zu widmen. Zerstörung ist ein Mittel, kein Zweck. Ja, aber ich lasse die Gegner nicht gerne entkommen. Schlachtplan haben wir sogar gekriegt, Mensch. Der eine, der vorhin abgehauen ist, der hat ja noch einen Schlachtplan irgendwie von irgendwen erobert. This outpost allows us to project our power across a number of vital systems, though it may prove difficult to hold if threatened. One day, Zar, you will deliver good tidings without the bad clattering close behind. Oh. Was haben wir da jetzt bekommen? Ah, nur 500 Ruhm und 200 Ressourcen, das ist ein Witz. Dafür wäre ich gar nicht mal rausgeflogen, ey. Na, kriegen wir ja so. Die Ressourcen. So, eine Runde, zwei Runden haben wir noch.
Dann gibt es da einen großen Angriff. Ja, bauen wir hier was aus. Komm, mach. Punkte haben wir. Dann können wir die drei Flotten reinpacken und dann jeweils alles weghauen. Und dann, wenn die geschwächt sind, entweder hier runtergehen. Und wenn der einmal, wenn hier von einer Flotte hier runterkommen sollte, gehen wir dann rauf. Dann haben wir das hier auch erledigt. Und wir müssen jetzt demnächst in den Agrippina-Sektor und das System Finret platt machen. Weiß auch gar nicht, wo wir da ankommen. Ja, hier kommen wir gleich an. Sicher. Ach, das ist natürlich Dreck. Das System ist natürlich echt stark, ne? Das ist natürlich echt stark. Die Station, das brauchen wir 1000 Punkte mindestens. Bis wir da ankommen. Aber erst müssen wir den da haben. Den haben wir ja quasi. Können wir ja eigentlich schon durchstarten, ne? Fällt mir jetzt gerade mal so auf. Ah, da haben wir. In zwei Zügen. Ah, wir können keine weitere Flotte bauen. Dann würde ich sagen, warten wir ab, bis da die imperiale Armee kommt. Hauen die Schlachten die mal ab und dann geht's weiter. Chaosbedrohung wird im Sektor um einen gesunken. Was haben wir hier? Uralte Stellung. Na, hier kann man nichts weiter aufrüsten. Doch, die 100. Ah, das lohnt doch hier, ey. Man kann hier alles ausbauen. Muss man nicht, kann man aber. So, und falls von irgendwo mal was kommt, machen wir überall Minenfelder rein. So. Geld haben wir. Zack. Überall Minenfelder. Wenn man von irgendwo wieder irgendwas angeflogen kommt, bauen wir es weg. Tja, die verstärken sich. Ah, oh, die holen eine neue Flotte. Arschlöcher. Stärken sich auch. Tyranniden sind da. Hört euch da auf zu verstärken bei Bar. Oh, fick dich. Orks. Ever a pestilence. They have too great a foothold already. Ja. Steps must be taken. Do you have a plan? I do. We will trace the roots back to their source and scour them from the stars. A sound plan. Balancing guile and overwhelming force in the proper proportions. Der Pfad. Erhalten Sie einen Schlachtplan von einer Ork-Fraktion. Dann hätten wir schon eine Mission. Das ist ja nicht verkehrt. Einzug. Zeitwarp. Angriffe auf das System werden um einen Zug verzögert. Toll. Da haben wir dann noch Minenfelder, werden um zwei Züge verzögert. Das heißt, die müssen jetzt dahin. Schiffe noch irgendwie reparieren? Nö, ne? Komm, 65 gehen wir mal aus. Können wir hier noch irgendwas kaufen, ausbauen? Pff.
verbessern. Alles dufte. Ja, ein Zug, dann hauen wir nochmal den... Oh, hier ist noch was. Imperialer Widerstand kann null gesetzt werden und dann kriegen wir Ressourcen. Naja. Das war's. Ha. Gut, Zug beenden. Und dann kämpfen wir mal gegen Menschen, also mal was ganz anderes. Tyranniden in drei Runden. Nee, du kriegst da nichts weg, ne? Der Mechanikus. 828 Punkte. Das heißt, ein Schiff kommt in Reserve. Das heißt, wir greifen erstmal über. Ach komm. Wir haben das Doppelte, ne? Nee, komm, ich will mal gegen Menschen kämpfen. The Imperium of Man. Ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Empire in decline. Oder? Once humanity stood on the brink of taming the stars. A golden age of light and glory beckoned. But men have ever been prone to temptation and lured to stubborn pride. Now the Space Marines, intended as the vanguard of mankind's ascension, fight ceaselessly to prevent their father's work sliding into ruin. The Adeptus Mechanicus, custodians of wondrous technology, take to the stars in hope of unearthing lost secrets from the very darkest of ages, and to impose the Omnisire's will upon a scattered galaxy. But nowhere is the Imperium's might more plainly seen than in the vessels of its star-spanning navy. As war rages, colossal warships slip anchor to smite the foe with the righteous fury of the faithful. Such vessels are both Imperium's stalwart shield and gleaming spear, shining in the impenetrable dark of space. It takes more than a man to command such a warship. It takes a hero, strong in will and unflinching of purpose. Without such heroes, the Emperor's light would surely wane. Admiral Spire is one such hero, forged in the hallways of the vaunted Schola Progenium, tempered in the cursed days of Abaddon's 12th Black Crusade. Long has he been lost. But now, freed from the Immaterium's clutches, he returns to shed his blood in the Emperor's cause once more. Any who seek to sweep mankind from the stars must first reckon with Spire. Many have sought his head, all have failed. But one hero alone may not be enough to change the Imperium's fortunes. It will take thousands, even millions, for mankind to reclaim its footing in the Eye of Terror's gaping maw. And millions more to hold it. Such a task will not be easy. Cadia is demon-hunted rubble, and the Imperium itself is scarred, torn in two by the Cicatrix Maledictum. But it is the nature of heroes to triumph in adversity. And a faith to flourish in the dark. Jo. Ich war mir nicht sicher, ob ich das schon mal gesehen habe, aber ja, wir haben es natürlich schon ein, zwei Mal gesehen, glaube ich. Aber wenn man alt ist, hat man halt ein Kurzzeitgedächtnis. Da vergisst man das auch mal wieder. Naja. Und für die, die halt die Menschen nicht interessieren oder auch die Tyranniden nicht, die vielleicht nur ein Interesse an den Necrons haben, haben es jetzt auch das erste Mal gesehen. So. Schade, kein großer Kreuzer. Oder ein großes Schlachtschiff. Ich weiß gar nicht, wofür die... Warte mal, die heißen ja immer der Kreuzer. Müsste ein schwerer Kreuzer sein. Egal. Wir haben Kettenblitz, Skarabeus. Die rechte Flanke ist eigentlich die interessante. Und wir müssen keine Punkte einnehmen. Wir müssen einfach nur straight zu unserer Station.
supportive units fully engaged. So, ein bisschen vorspringen. Frontbewaffnung. Alle Mann Frontbewaffnung. Ne? So, nochmal einschalten. Alle dürfen schießen. Und ich möchte eigentlich. Oh, da. Irgendeine Plasmabombe oder sowas. Ja. Dasselbe nochmal. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Alles gut. Alter, wie oft können sie das noch machen? Okay, Feuer frei. Was haben wir da? Zerstörer. Zerstörer wurde zerstört. Da ist der nächste. Müsste hier das Wort sein, genau. Alter, was haben die da für Waffen, ey? Krass. Das Wort ist auch Geschichte. Jetzt gehen wir mal in Angriff, weil sonst habe ich hier bald gar nichts mehr. Wir können ja mal zum Sichten ein paar Flotten hinpacken. Seitlicher Beschuss. Und auf die nächsten. Meuterei, da rammt ihn vor sich weg. Erstmal die ganzen kleinen Schiffe haben wir. So. Dann komm mal näher. Was haben wir denn da? Schönes. Ah, den ignorieren wir mal. Na, ich versuche da noch irgendwie näher ranzukommen. Oh, warte mal. Und bitte mal dahin fliegen. Schön rüber. Der kann auch noch. Aber der. Doch, da kommt auch noch ran. So, jetzt bräuchte man langsam einen Skarabäus-Schwarm. Der kann. Oh. Immer der mit dem Skarabäus-Schwarm geht kaputt. Ich glaube, es macht die KI extra. Nee, den wollte ich haben. Kann eben nicht. Na, was da weg da? Garabeus-Schwarm.
moving. What is your command? Ready to serve. Station kriegt ganz schön einen drauf, aber gut, der ist weg. Ah, Schild ist down. Ah, das war richtig schöne Blitzattacke. Generator beschädigt. Shroud strike complete. Critical damage levied. Nee. Reassembling coherence. Engaging weaponry. Mal ein bisschen näher ran da. Oh, 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 oh. Gut, Glück gehabt. Ja, von da vorne kommt er. Schon ein bisschen vor. Motive units fully engaged. Feuer frei. Ja, das war's mit der imperialen Flotte. Tja, Sieg für die Necrons. Ja, die hatten halt keine Chance. Das greifen die uns auch an. Lernen einfach nicht, die Feinde. Dumm wie Stroh. Und wir haben nur leichte Schäden, denke ich mal, ne? Da haben wir eine Waffe kaputt, okay. Das Problem ist, die können da immer noch nicht weg, weil da jetzt das tolle Chaos kommt. Und da kommt auch noch... Oh. Kannst du keiner erzählen, ne? Komm, mal die Autoschlacht. Keine Verluste. Ich habe eigentlich noch keinen Kampf gegen die Orks gehabt. Ich sag trotzdem Autoschlacht. Was ist jetzt los? Orks are amongst the deadliest of the Xenos races. Multitudinous, belligerent and possessed of brutal cunning, they spread across the stars like a green tide. Even in the war-riven sectors around the Eye of Terror, forever beset by chaos, they rank amongst the greatest threats. As battle raged between the Imperium and the dread forces of chaos, the Orks gained a foothold upon ravaged worlds, using them as staging areas from which they could slingshot deeper into Imperial territory. Orc technology is ramshackle, but terrifyingly effective. Combining mismatched components, improvisiert. Das ist Müll. Aber es funktioniert, weil sie dran glauben. Whose inner workings baffle the most experienced of the Imperium's adepts, but lack for nothing in sheer unbridled firepower. In much the same way, an orc warlord can take a multitude of squabbling clans and forge them into an unstoppable army. Such a war.
has the sheer unbridled might necessary to conquer the stars themselves, leaving Eldarische drin. As its momentum grows, so do its numbers. Die Orks geil, kann man jemand sagen, was er will. Skins drawn to the promise of bloodlust, teeth and loot. Orks sind cool. Sie malen alles rot an. Und rot, und es ist schneller, weil sie dran glauben. Naja. Gut, der hat sich zurückgezogen. Okay. Na gut. Ah, die kriegen gleich auch eine Ork-Armee. Ich hoffe, da verlieren sie eine Flotte. Pyramiden fallen ein. Ah, haben keine Chance. Ja, und die rüsten sich weiter auf. Ich komme da nicht rein. In diesen Agrippina-Sektor. Flottenkapazität 600. Ja, könnte man noch Schiffe aufrüsten? Ja, ich glaube, ich werde es mal machen. Ich werde mal Schiffe ein bisschen aufrüsten. Dann müssen wir mal gucken, wie wir hier... Hier kriegen wir ja auch Besuch, ne? Achso, da waren wir ja gerade, verdammt. Ah, da kommt das Chaos in 4 Zügen. Ich muss die angreifen. Damit wir hier irgendwie mal Ruhe haben. Zwei-Fronten-Krieg ist nicht gut. Naja, aber das machen wir nächstes Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Unterstützt die Necrons. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.